Habe mich ein bisschen vertan. Naja, egal. Da hat man sich fast alles gemerkt und dann sieht auf einmal alles anders aus. Man hat sich, ein paar Dinge haben sich verändert. Schon ist die Orientierung noch mehr für den Arsch. Sieht alles nett aus mit dem Regen und alles hier. Oh, warum lernen die Basics? Ich weiß die Basics. Das Spiel mobbt mich. Hallo. Hinter dem der anderen Absturzstelle, ja, so heißt das. Da, wo man immer abstürzt, in der Nähe des Strandes, dahinter, vielleicht. War da jetzt nochmal ein Zeltplatz oder sowas? Ich glaube. Was ist das? Grund oder was? Was ist das hier? Ist hier gerade irgendwas verpackt oder das kommt mir nicht bekannt vor hier? Kopfkratz. Hä? Da kommt man auch nicht hin. Ist vielleicht auch besser. Ja, das verstehe ich nicht. Ist das neu? Habe ich das noch nie gesehen? Ist das ein Bug? Was ist das? Verwirrt. Hä, hier auch? Hilfe, die Welt löst sich auf. Das kann doch nicht wahr sein. Da hinten war das doch schon, hier ist schon wieder. Sind das die Höhlen, die jetzt irgendwie verpackt sind gerade mal? Ich weiß nicht, was hier los ist. Die Welt verschwindet. Nein. Das ist ja merkwürdig. Passengers found. Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Bist du ein Passenger? Du hast mal einen riesen Hit gehabt. Sorry, ich lache nicht so blöd. Ich lache nur, weil... damit man das auch wirklich merkt, dass es ein Witz ist. Aber ich glaube, das kann man schon merken, ne? Keine Ahnung, was da los mäßig ist. Ja, ich fred mal ein bisschen. Bei mir war auf jeden Fall ein bisschen was los. Was haben wir heute? Den 26. Am 10. April war ich ja in Hamburg, unter anderem.
mit meiner Schwester und mit meiner Mutter auf einem Akustikkonzert. Normalerweise spielen die nicht so, aber gut, das war auch das erste, was man von denen gehört hat. Lord of the Lost haben vorher die CD Swan Songs rausgebracht, auch mit so ein bisschen Orchester und alles, Pipapo. Und war ganz nice. Und meine Mutter hat das auch gut gefallen, die kannte die vorher nicht so, die Band. Ich und meine Schwester auch nicht so lange. Da war schon ein Hammerabend. Das Konzert wurde auch schön aufgezeichnet und wird wohl als DVD rausgebracht. Irgendwann werden die nochmal touren, aber dann ein bisschen härter. Aber ich weiß nicht, in Hamburg habe ich jetzt nichts gesehen. Ich weiß nicht, wo die dann so sind, genau. Bringen dann auch eine neue EP wieder raus. Also sind auch ganz schön fleißig, wie Blutengel, so ähnlich. Die auch mal gerne was rausbringen. Ah, ein Scoovers-Kollege spielt Depps. Aha. Auch was mit Tiefen zu tun und mit Haien und so, ja. Ja, bei den Konzerten war auch ein Heiratsantrag und so, das war auch irgendwie ganz interessant. Also irgendwie eine sehr schöne Stimmung gewesen und sehr schöne Musik. Laut und ruhig. Also beides irgendwie, keine Ahnung. Bombastisch irgendwie. Tja, dann hat man ein bisschen Ärger mit dem Zug gehabt, hat die Züge verpasst, musste so ein bisschen sich auf dem Hamburger Hauptbahnhof aufhalten. Nee, auf dem Bremer Hauptbahnhof, genau. 4 Stunden oder so, aber ich habe dann irgendwie einen Clown gefressen oder so und war ein bisschen lustig und dann hat man die Zeit auch gut umbekommen. Dann war man irgendwann wieder zu Hause, musste sich noch den Weg raussuchen für den nächsten Tag. Blutengel in den Docks. Lord of Lost waren in der Markthalle. Da haben Blutengel auch immer gespielt, aber diesmal bei den Docks. Reeperbahn, du. Oh, wir haben Federn rausgekriegt aus Vögeln. Das habe ich auch mal gelesen. Können wir allgemein mal ein bisschen sammeln, du. Ja, da waren wir bei den Docks. Ich, meine Schwester wieder und mein Bruder. Der Jüngste. Hat ihn auch sehr gut gefallen. Law of Lost haben wir schon gut vorgelegt, aber Blutengel dann auch wieder bombastische Show. Man fragt sich immer so, wie die so aussehen, wie die so singen. Und der Hauptsänger Chris Pohl, auch schlanker als sonst und pipapo. Ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt, also Blutengel und Law of Lost geht. Gibt das vielleicht mal ein oder hört was von denen oder. Keine Ahnung, kann ich nur empfehlen. Ist nicht jedermanns Musik, aber ich kann mich damit identifizieren, gerade mit Blutengel, weil die so ein bisschen anders sind, aber auch doch weite Strecken natürlich auch sehr normal. Und das war auch eine 2-Stunden-Show jeweils. Und war schon sehr geil. Die machen jetzt wohl nicht mehr eine DVD, weil sich das wohl nicht lohnt oder so. Keine Ahnung. Schade eigentlich. Aber ich freue mich schon beim nächsten Mal. Also ich bin da, bei Blutengel bin ich eigentlich immer. War jetzt 4-mal da. Ah, siehst du, man kriegt trotzdem ein bisschen was aus den toten Vögeln raus, wenn man hier so ein bisschen abgeht. Ist auch ganz nett. Einen Fuß wollte ich jetzt nicht haben. Den wollte ich auch nicht. Bam, bam, bam. Aber was die los haben mit den Schluchten da oder was ich was. Irgendwas stimmt hier nicht wieder so. Hoffentlich ist der Spielstand nicht wieder im Arsch. Aha, da ist er gut. Aber deswegen hüte ich mich auch ein bisschen, wieder was Neues zu bauen, aber beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ja, eine Woche später war ich dann im Heidepark Soltau. Auch wieder mit meiner Schwester da. Ja, weil es liegt immer daran, weil manche haben da irgendwie keine Lust drauf oder so. Das ist alles nicht jedermanns Sache, ne? Aber muss man auch mit Zug hinfahren und so. Aber es war ganz gut da. Gutes Wetter erwischt, leichten Sonnenbrand bekommen.
Ja, Go-Kart gefahren, das gefällt mir persönlich am besten, obwohl man da ein bisschen was bezahlen für muss. Ist auch Geschmackssache, aber die Achterbahn hätte ich wäre auch gerne reingegangen im Nachhinein, aber da muss man immer sehr lange anstehen. Da gehe ich lieber die normalen, gemäßigten Attraktionen sozusagen. Um es mal sozusagen wie in einem Spiel, Rollercoaster Tycoon, da kann man auch gerne seinen Park bauen. Habe ich auch immer gerne gemacht. Ja, am Bremerhaven ist eher nicht ein Ikea, das ist auch ganz nett. Haben auch gucken do und haben so einen geilen Laden, ein bisschen Süßigkeiten und so, Pipapo. Ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand aus der Gegend kommt, außer meine, die Leute, die ich hier so kennen und so, wo ich weiß, dass sie immer alles gucken. Ah, uns ist kalt, oh. Ah, sie liegen so ein bisschen Dosen rum. Wir brauchen Trinken, du. Oh, muss ich hier gleich ex ernsthaft wieder ein Feuer hinbauen? Ich muss erstmal was anderes machen. Ich muss ein bisschen das hier machen. Damit wir auch wieder ein bisschen was einsammeln können. Ah, es geht nicht mehr. Okay. Na, die Haie, die lasse ich hier mal lieber ein bisschen in Ruhe. Lieber, du. Mein Lieber. Nein, lieber, ne? Meinte ich. Ja, ich baue ja schon ein Feuer, sonst dann will ich erfrieren. Doch mal vergessen. Wenn man schon mal dabei ist, kann man auch was frieren. Hier durch. Ich hoffe, der Spielstand ist nicht verbuggt, du. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja auch mein Telefon gehört. Das war auch ganz nett, ne? Ist nur ein bisschen nervig. Bis man diesen Pixel hier findet, das muss auch mal ein bisschen gefixt werden. So speichern, naja, kann ich jetzt nicht. Ich hoffe, wir werden nicht getötet. Ziehen durch die Nacht. Und die Clubs dieser Stadt. Nein, Quatsch. Das Lied singe ich jetzt nicht. Das kommt einer schon bald zu den Ohren raus. Heute habe ich auch DSDS geguckt, oh, und Wiederholung, also aufgenommen. Aber ich habe irgendwo gelesen, hatte ziemlich viel Kritik, weil es gar nichts mehr mit DSDS zu tun hat. Es ist natürlich auch ein bisschen anders geworden und Auftritte oder Motto-Shows, es ist ein bisschen anders, aber die singen ja noch ganz nett, da ist auch ganz nett. Oliver Geissen moderiert das ja jetzt, der ist auch ganz nett. Aber leider ist alles ein bisschen dokumäßig und so gebraucht. Also, da stand das fehl am Platz, aber das finde ich jetzt nicht, aber so gebraucht ist er jetzt auch nicht. Leider ist der erst so ein bisschen ausgelutscht. Obwohl da sind ein paar gute Leute, die sind alle ganz nett und singen alle ganz nett. Ein paar richtig gut so. Aber naja. Aber The Voice oder so ist besser. Ansonsten kannst du die Castingshows auch mal in die Tonne hauen, du alle. Ah, den Dursting kannst du auch mal in die Tonne hauen. Ist schon wieder kalt. Hohe Stimme, du. Aber wenn ich mich hier beeile, dann müsste es doch eigentlich. Müsste die doch eigentlich warm werden. Und wird's bald Tag.
Oh, hier ist noch ein verlassenes Zelt. Da ist tatsächlich ein Dings, den haben wir aber schon. Und hier ist noch der Pott. Was? Den hab ich letztes Mal nicht gesehen. Paul Pott, so. Nein. Aber es ist hier echt ein bisschen überschwemmt, so, ne? Weiß gar nicht, warum immer so viel Wasser ist. Wird die Insel verschluckt? Und was hat es mit auf sich mit diesen komischen Abgründen da? Gut, jetzt brauchen wir ja das, was ich suchen wollte, gar nicht mehr. Die ursprüngliche Absturzstelle hier. Die auch alles irgendwie anders aussieht. Oder wo, meine ich. Da hieß, ja, haben wir uns auch mal gebaut. Guck mal, mehr Wasser und so. Mehr Wasser. Ist alles ein bisschen anders. Naja, gehe ich mal durch die Nacht. Da muss ich aber ein bisschen Licht machen. Gehe ich mal zurück, do, und ja. Regnen tut es ja gerade nicht, also das, der Pott, der nützt gerade noch nicht viel. Und der stöhnt hier einen zurecht. So. Ist sie kalt oder ich weiß nicht. Wollen sie kalt sein? Aloe Vera. Ah, das kann man, glaube ich, mit Dings machen, ne? Das stimmt, das war das. Wollte ich nur mal getestet haben. Oh. Das ist auch nicht ganz nett, du. Ich sehe keinen. Ah, ich höre aber einen. Bist du? Habe ich die getroffen? Ja. Den Schrei nach zu urteilen, ja. Oh yeah. Ich fuck mal den ganzen Wald ab. Sind die? Sind auch nicht ganz nett, du. Aber jetzt ist uns wieder wärmer geworden. Oder es wird schon bald Tag. Ich weiß nicht. Fliegende Tische. Muss auch gefixt werden. Ja. Verpackte Tische auch noch. Technotische. So, okay, wir haben, was wir wollten. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal. Ja, wir haben ja schon mal das hier gebaut, aber soll er vielleicht ein bisschen besser sein und so. Mal sehen. Der ist aber kaputt, doch. Den muss ich erstmal ausruhen für ein paar Tage. Und dann auf die neue Vision warten. Die vielleicht verspätet sich wieder ein bisschen, aber das passt dann, glaube ich. Kommt, glaube ich, am 1. Mai um 0 Uhr. Also wenn es gerade auf dem 30. auf dem 1. ist. Aber kann ja auch sich verschieben. Aber die Folge kommt ja dann am 2. Mai, ne? Wenn ich mich nicht alles täuscht. Und wo sind wir hier eigentlich? Ja, wo ist unser Teil zum Speichern? Bin ich doof? Das ist doch hier. Können wir noch mal ein bisschen Rüstung ranklatschen. Ja, dann brauchen wir das natürlich auch wieder. Okay, erst noch mal schnell was. Da hat sich noch nichts getan.
wir haben ja noch einen, ne? Ich kann ja. Wir kosten die Kacke, wollte ich gerade sagen. Ach, was soll der Geiz? Ja, was hat er da getrunken? Bisschen Feuchtigkeit oder so, keine Ahnung. So, das haben wir auch gegessen, du. Ja. So sieht es jetzt wieder schick aus. Alles klar, wir sehen uns in den 017 wieder hier bei The Forest und dann gucken wir mal, was die Updates sagen und was wir hier wieder bauen und dies und Pipapo und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, du. Diesmal ist ja alles ein bisschen besser gelaufen. Alles klar, haut rein. Ich speichere und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.